Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr an dem hektischen Blinken oben links in der Ecke sehen könnt, ist es gleich soweit. In 2 Stunden treffen 15 Häftlinge ein. Die haben wir nämlich zellentechnisch bereits ausgebaut, um die Subvention zu kassieren. Und jetzt ist es also soweit. Die Leute kommen endlich, ja, in unser Gefängnis. Ist es nicht schön? So, ich muss mal eben schauen. Die Köche sind da. Aber wo sind die Köche? Ach, die sind hier. Einer zumindest macht gerade Pause. Ah, Köche Nummer 2 ist hier und die ist verärgert. Ja, das kann wohl sein, dass momentan die Leute noch verärgert sind. Wir wissen noch nicht genau, warum. Wir müssen noch mal in die Forschung. Wir wollen ja den Psychologen. Das haben wir eigentlich alles schon gemacht, ne? Psychologie haben wir schon. Wir brauchen noch einen Psychologen. Wir richten jetzt alle Büros ein. Und zwar wirklich alle. Dann können wir nämlich ganz flexibel jederzeit die entsprechenden Leute einstellen. Also Sessel, ich richte die alle nach Schema F ein hier. Zack, zack. Ach Gottchen. Den habe ich jetzt, glaube ich, falsch rumgedreht. Nee, der war richtig rum. Okay. So, die Schreibtischchen. Wo sind sie? 1, 2, 3, 4. Und noch 4 Aktenschränke. Da können wir ruhig ein bisschen variieren. Der eine hier. Der andere da. Hier. Und hier. Und da kriegt auch jeder eine Pflanze. Wir sind ja nicht so. Hier. Ach, guck mal, unser Vorarbeiter hat noch keine Pflanze. Dann kriegt er jetzt auch eine. Gut, so. Ich denke, der Boss. Ach, das Gemälde kann ich nicht drehen. Na gut, okay, das wird sonst ja auch keinen Sinn mehr machen. Was haben wir denn da noch? So. Hängen wir dem Boss noch ein Gemälde ins Zimmer. Und wenn wir dann schon dabei sind, machen wir das auch gleich zu Büros. So, und die Gefangenen sind da. Nicht. Oh, Moment. 6 Wachen, 15 Gefangene. Ja, wir schauen mal. Das müsste eigentlich erstmal gut gehen. Jetzt kommen die Gefangenen gleich in 40 Minütchen. So, wir können ja auch schon kaufen. 20.000 kostet so ein Areal hier, das so groß ist, wie wir sehen. Ich glaube, wenn wir das hier kaufen, dann ist ja der Gesamtabschnitt größer. Ich glaube, dass dann diese Fläche auch erweitert wird und aber das gleiche kostet. Das ist aber nur eine Vermutung. Kann ich nicht mit Gewissheit sagen gerade. Ja, wir haben auf jeden Fall ein Büro fertig. Dann kommt jetzt der Psychologe. Der kann hier... Ja, komm, ist eigentlich egal. Geh da rein. Ja, er hat sich das Büro ausgesucht. In Ordnung. Vielleicht gefällt ihm die Anordnung von Aktenschrank und Pflanze so besser. Wer weiß. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum die verärgert sind. Sollten wir eigentlich wissen. Blase, Darm ist hohes Bedürfnis. Ah, ja! Ja, 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 ja. Genau, Objekte, nee, Räume. Wir müssen hier noch sagen, dass das eine Angestellten-Toilette ist. Ah, wo ging denn das nochmal? In der Logistik. Erstmal müssen wir das, glaube ich, als Toilette markieren. Nee, konnte man Toilette überhaupt markieren? Nee, brauchen wir gar nicht. Wir müssen nur in der Logistik... wo war denn das nochmal? Das ist hier unter Einsatz. Oder? Ja, jetzt bin ich aber gerade... Moment mal. Jetzt muss ich eben schauen. Ja, ja, klar. Ich muss das unter Einsatz machen. Und für Einsatz brauche ich hier den Sicherheitschef. Und dann muss ich es auch noch erforschen. Okay, Sicherheitschef kommt auch, kommt, sucht sich das Büro eh selber aus. Ist dort eingezogen.
Dann gehen wir in die Verwaltung. Einsatz wollen wir haben, Information wollen wir haben, Patrouillen wollen wir haben. Eigentlich wollen wir alles haben. Aber machen wir erstmal das. Und Einsatz ist jetzt, glaube ich, das Wichtigste. Es sei denn, mir geht da gerade was ganz gehörig durch die Lappen. So, da sind jetzt auf jeden Fall die Gefangenen, die jetzt auch rübergebracht werden. Wir haben Cox, Kushten, Luthor, Regan oder Regan, wie auch immer. Und die bereits hier alle sind und auch schon essen, wie es aussieht. Okay, die haben jetzt Hofzeit. Eigentlich müsste hier noch ein Hof, also ein Eingang zum Hof hin. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich möchte den Hof lieber hier haben. Und dann soll er so ein bisschen zweigeteilt sein. Warum? Das hat was damit zu tun, dass mir einer von euch einen ganz hilfreichen Kommentar gegeben hat bezüglich der Verwaltung oder Einrichtung von Zellen und Höfen. Ich würde sagen, dass wir das jetzt erstmal kurz wegnehmen hier. Dass wir dann noch einen weiteren Zaun bauen. 3-3, das passt, das lassen wir so bis hier. Den Hof etwas vergrößern. Der Hof ist nämlich ziemlich mickrig, das muss man einfach sagen. So, wo ist denn jetzt der Hof hin? Das darf doch nicht wahr sein. Ich hatte ihn gerade noch da. Okay, dann ist das jetzt alles Hof. Hofzeit schon wieder vorbei. Zack, alle wieder in die Zellen. Machen wir jetzt aber hier auf der anderen Seite auch noch einen Eingang zu. Türen, Zauntor. Zauntor Standard. Standard? Genau wie an der Tür. Ne, Wache. Das muss ja oder darf nur von den Wachen geöffnet werden. Soll der Geiz, ne? Wir geben ein bisschen Geld aus hier für Rasen. Und dann kommen da noch ein paar Gegenstände hin. Aber erstmal. So, jetzt können wir den Einsatz machen. Okay, also. Noch für Personal. Hätten wir das schon mal. Das ist nur für Personal. Und im Grunde ist das im Moment auch noch nur für Personal und das auch. Und diese Räume da in den Ecken, da geht's noch nicht, die werden auch normale Räume. So, das hier ist der Normalsicherheitstrakt. Das ist allgemein, dass es sowieso weiß. Und das ist auch für Normalsicherheit. Wir werden nämlich keine anderen Gefangenen im Moment aufnehmen. Von daher passt das schon. So. Jetzt, Moment. Wachen. Hier möchte ich gerne drei Wachen da. 15-15 voll belegt. Was, zwei Häftlingen kann keine Zelle zugeteilt werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hier möchte ich vier Wachen haben. Eigentlich möchte ich hier sechs Wachen haben. Vier reichen erstmal. So, ja, der hängt noch in der Rezeption fest. Und Cox hängt hier fest. So, müssen wir mal eben schauen. Ach, Einzelhaft. Ja, die Einzelhaft. Die Einzelhaft. Die Einzelhaft. Die müssen wir auch noch bauen. Ist es nicht schön? Wie konnte ich das vergessen?
Ja, Moment, ich plane erstmal, bevor ich hier jetzt wild losbaue. Machen wir erstmal, hoppla, machen wir erstmal sowas hier. Das ist schon falsch. 1, 2, 3. Das heißt, das wäre so der Bereich, den wir haben. Dann haben wir hier Zellen. Und da Zellen. Das heißt, der Flur ist zu schmal. Das heißt, wir machen das so. Eingang. Flur. Und Zellen. Ja, das soll's sein. Fundament aus Beton. Und eine Tür gibt's oben drauf. Gut, haben wir. Lassen wir fertig bauen. Jetzt sind hier die ganzen Tabletts. Wir brauchen definitiv mehr Hausarbeit. Hausmeister. Wir machen jetzt für diese Phase Folgendes. Wir werden hier die Bestrafung beenden bei Reagan und bei Cox, sodass die erstmal in die normalen Zellen können. Macht nämlich keinen Sinn, die da jetzt ja, bis zur Fertigstellung des Einzelhaftrags rumlungern zu lassen. So, die kurzfristige Investition, die läuft auch bald ab. Wir müssen mal nach weiteren Zuschüssen schauen. Und ja, wir sollten vielleicht die Zellen jetzt alle fertig bauen. Und das machen wir auch. Dann können wir nämlich auch gleich Personal aufstocken. Sprich mehr Köche, mehr Wachen und so weiter, weil wir mehr Geld bekommen. Und ja, dann möchte ich deutlich über 2000 eigentlich Einkommen haben. Das wäre schon ganz hübsch, wenn wir das schaffen könnten. Und nochmal, ja, ich weiß, dass wir Zellen kopieren können. Ich finde das aber langweilig. Ich klicke gerne, ich mache das gerne. Und darum läuft das auch auf diese Art und Weise so, genauso wie ich das hier mache. Wer das nicht sehen kann oder so, der muss halt eben weggucken oder so. Ich finde das nämlich schön. Wir können hier ruhig schon Personaltüren setzen, bis wir keine andere Verwendung haben. Sind das einfach Personalbereiche, diese Eckräume? Für Technik oder andere Sachen. Und wir haben jetzt noch 151.306. 306 Dollar. Und nur eine freie Wache momentan. So. Innen bauen wir wieder mit Ziegeln. War ganz schlau gemacht. Okay, jetzt so kann man es machen. Ja, wobei hier hätte ich eigentlich gerne den Eingang lieber da. Diese Tür.
Die entriegeln wir erstmal, damit da gescheit gebaut werden kann. So, hier müssen die Lichter rein. Die Lichter haben wir dort platziert. Objekte, Lampen. Bevor ich das später vergesse, werde ich dann die Kantine jetzt auch auf die Maximalgröße ausbauen. Dann haben wir 32 Sitzplätze, 30 Gefangene haben in diesem Zellenblock Platz. Auch im Einzeltrag gibt es Licht, und zwar in der Ecke des toten Winkels. Und im Flur ebenfalls. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf. Ich finde das eigentlich ganz schön, das so durch die Wände zu legen. Hier haben wir es natürlich auch schon nicht so. Darum machen wir es jetzt hier durch die Wand. Ich find's gut so. Ich glaube, ich möchte es wohl so weitermachen. Mag ein bisschen teurer sein. Boah, Leute, hier das. Tablett schmutzig nach Personalraum verlegen. Ich muss eigentlich hier hin, um abzuspülen. Leute, haben wir... Wo sind die Köche denn schon wieder? Ja, dann warten schon bei Familien auf Besuch. Oh Gott, jetzt geht's ja alles schon los. So, das sind Einzelhaftzellen. Das heißt, hier kommt eine Toilette rein. Und das war's auch schon. Objekte. Toilette. Da oben. Was natürlich bedeutet, wir brauchen auch wieder Wasser. Das verlängern wir. Oh, das ist jetzt nicht so gut, ne? Ah, das sieht dann blöd aus hier. So, Räume. Einzelhaft.
Objekte. Nein, Türen. Einzelhaft hier. So, fehlt hier der Beton? Das sieht so aus, ne? Nee, das muss so. Okay. So, alles drin. Das heißt, wenn jetzt die Türen reinkommen, ist es auch fertig. Dann muss da nicht mehr hin und her gelaufen werden. So, kurz gucken. Versorgung. Ja, das ist alles richtig so. Das hier würde ich gerne so bauen. Ah ne, das sind Ziegelwände, das kann ich so nicht bauen. Ja, dann gehen die da in die Ziegelwand, dann ab ins Rohr und dann sind die raus. Das geht also nicht. Okay, so, die Zellen. Was zur Hölle? Ich glaube, ich spinne. Ich hab's nicht gesehen. Oh mein Gott. Ach du Alarm, was ist hier passiert? Ein Todesfall, ein Handwerker wurde getötet. Und wir haben keine Krankenstation, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo sind die Krankenbetten? Meine Güte. Da. Ja, jetzt muss ich aber eben kurz den Zuschuss mir auch dafür holen. Häftlingsgesundheit. Krankenstation, zwei Ärzte, Psychologe. Okay. Unglaublich. Und was ist mit dem hier, mit der Wache? Ah, okay. Alles klar, wird direkt hier reingeholt. Leute, oder? Das kommt davon, wenn man sich so konzentriert auf einen Bereich und das schnell laufen lässt. Ja, weiß ich. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Das ist wirklich ärgerlich. Gut, jetzt haben wir immerhin den Zuschuss auch schon kassiert. Das ist ja so per se dann auch nicht schlecht. Wir haben die Einzelhaft. Das heißt, wir können die Gefangenen nun auch bestrafen. Dann würde ich sagen, richten wir jetzt für den Hof ein paar, ja, Gadgets hätte ich beinahe gesagt, ein paar hübsche Sachen ein. Erstmal Grasböden hier und dann gibt's, ich würde sagen,
Hier ein Bäumchen, 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 Bäumchen. Dann bekommen wir auf jeden Fall Telefone. Fünf Stück. Und wir bekommen... zwei Parkbänke. Eichenbank. Ein Hantelständer. Und zwei Hantelbänke. Machen wir drei draus. Nur fürs Erste. So, Gefahr mittel und steigend. Ernsthafte Beschwerden. Jetzt müssen wir schauen, was die Beschwerden sind. Bedürfnisse. Familie und Erholung. Training, gut, das kommt. Wärme. Ist es da zu kalt drin? Das könnte gut sein. Es ist nur 9 Grad. Heizungen haben wir noch nicht gebaut. Nahrung ist ein Problem. Moment. Das dürfte aber eigentlich kein Problem sein. Häftlinge und Mahlzeiten. Die sind ja noch nicht alle gekocht. Ich stelle mal noch einen weiteren Koch ein. Wir haben doch nur zwei. Okay. Ich dachte, wir hätten drei. Also vier Köche sollten wir schon haben. Dann läuft das hier vielleicht auch ein bisschen besser. So, hier geht wieder was ab. Ich rufe die Wachen. Okay, das Problem scheint gelöst zu sein. Offensichtlich hat der hier was getan. Ehemaliger Gesetzeshüter. Spitzel, okay. Waffenbesitz, ein Polaroid. Jetzt habe ich die Wachen leider nochmal gerufen, wollte ich nicht. Okay, der wird ja dann hoffentlich gleich ins Krankenhaus gebracht. Ja, da wird er gerade eskortiert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier noch eine Wache. Da müssen auch zwei Wachen sein. Und jetzt sind schon wieder alle beschäftigt. Und die Mitarbeiter haben auch ernste Beschwerden. Und das, da haben wir, für die Mitarbeiter haben wir eigentlich alles gemacht. Blase und Darm. Ja, was ist denn hier? Ach ja! So, wartet mal. Wie ging denn das nochmal mit der blöden Toilette, ey? Oh, wie war denn das nochmal? Das ist falsch. Das ist gar nicht hier über Logistik. Und über Einsatz ist es auch nicht. Könnte sein, dass es doch... Ja. Das sind einzelne kleine Räumchen und die habe ich vergessen. Jetzt werden die Dinge auch benutzt. Alles klar. Mein Fehler. Mein Fehler. Was machen die denn da? So, machen wir mal den Besuchsraum fertig. Räume. Nein, erstmal eine Tür. Da kommt eine normale Gefängnistür hin. Und zwar hier. Dann gibt es diese wunderschönen
Machen wir erstmal einen Raum draus. Das ist Besucherraum. So, gab es da nicht auch einen Zuschuss für? Besuchsrechte, da ist es doch. Besucherraum, drei Besuchertische. Ja, der Gemeinschaftsraum, der muss halt auch kommen, ja. Mindestens 5 Telefonzellen haben wir sogar schon. Okay. Scheint er aber nicht zu zählen, die 5, die wir schon haben. Jetzt, okay, einmal die Pause rausnehmen. Billardtisch haben wir auch schon. Ha, der ist aber nicht. Der ist aber hier für unser Personal. Das ist ja das Schöne, wunderbar. Gut. Objekte. Da sind die Kantinen. Häftling auf dieser Seite. Besucher auf der anderen. Passt. 6 Stück. So, das ist dann, ja, Besucher. Gibt es hier Besucher? Nicht wirklich, ne? Besucherausrichtung könnten wir jetzt machen. Mache ich, lasse ich aber sein. Okay, stellen wir mal noch. Ja, das Geld wird knapp. Wir müssen jetzt eigentlich hochstücken, hochrüsten auf 30 Gefangene. Aber die Zellen sind noch nicht fertig. Ich muss mich jetzt halt so ein bisschen um die Bedürfnisse kümmern. Also der Besuchsraum ist da. Der Gemeinschaftsraum. Den müssen wir natürlich jetzt noch bauen. Jetzt kommt das Planungstool wieder zum Einsatz. Und zwar, das ist ja ein recht großer Bereich. Damit der zugänglich wird, würde ich sagen, haben wir hier einen Flur. Und vielleicht haben wir hier noch einen Flur. Vielleicht so in der Form. Das könnte man machen. Streng genommen braucht man das dann nicht. Und das dann eigentlich auch nicht. Ist halt die Frage, was muss wie groß sein? Ich würde sagen, wir machen hier einen Gemeinschaftsraum rein. Erstmal. Lässt sich zur Not vergrößern. Alles ist offen. Wir können nach unten noch vergrößern. Kein Problem. Da kommt eine Tür rein. Das ist der Gemeinschaftsraum. Ich würde sagen, wir bauen die Tür hier rein. Wenn wir sie da bauen, dann brauchen wir auch streng genommen den Flur nicht. Da müsste man es aber eigentlich auch bis hier runterbauen. Ist vielleicht besser so. So, machen wir ein paar Lämpchen rein. Räume, das ist ein Gemeinschaftsraum. Der Boden ist an der Stelle Betonboden. So, zwei Häftlinge kann keine Zelle zugewiesen. Oh nein. Ernsthaft? Jetzt wirklich ganz im Ernst? Das Spiel hasst mich doch.
Was wird das denn hier bitte? Das wird der neue Hof. Und hier kommt ein Psychotrakt rein. Das darf doch nicht wahr sein. Domento. Hauptsache, wir haben jetzt da den teuren Rasen, ne? Das ist... Boah. Mann. Ach ja, gut, okay. Ja, Leute, ich sehe schon, wir sind 36 Minuten drin. Ich mache jetzt Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.